Der Sektor Botanischer Garten bietet sich für die ersten Vorstiegsversuche im Fels an. Die leichten Routen sind perfekt abgesichert. Ja, man muss ein bisschen schauen halt bei der Tour. Etwas schwierigere Touren bietet der Sektor Eis am Stiel. Mit der Inspiration gibt es aber auch hier eine weitere, nicht allzu schwere Testroute für den Vorstieg. Am zweiten Tag geht es dann in den Sektor Tieftal zu den Meerseilingenrouten. Für die Übernachtung bietet sich unter anderem der Campingplatz Rossbach an. Die Touren sind von hier aus fußläufig zu erreichen. Vorbei an der Übersichtstafel geht es etwas steiler zur Wand. Unbedingt rechtzeitig den Helm aufsetzen. Tierische und menschliche Gämsen können hier für Steinschlag sorgen. Die Route Herbstsonne war frei und bietet sich perfekt für eine Meerseilingenroute an, die im Überschlag geklettert wird. Thomas und Birgit haben sich für die Route Plattenigel entschieden. Auf eine etwas glattere 4-Plus-Seillänge folgt eine schöne 4er-Seillänge. Ah ja, das ist ein guter Tritt, genau. Der Beginn der zweiten Seillängen gefilmt aus verschiedenen Perspektiven. Einmal geklettert von Sigrid, einmal geklettert von Birgit. Ich denke auf das Pfeilerle auf, weil der Haken direkt da oben ist. Ein Blick hinüber zum Plattenigel. Die dritte Seillänge der Herbstsonne ist mit 5- bewertet, jedoch kaum schwieriger als die mittlerweile etwas glatte erste Seillänge. Genau, so ein bisschen rechts vom Haken hier. Wir haben es sogar getickmarkt. Also. Die vierte Seillänge bietet dann wieder schöne Kletterei im vierten Schwierigkeitsgrad.
Abstieg erfolgt normalerweise durch Abseilen. Es kann aber auch zum Klettersteig aufgestiegen werden und über den Klettersteig abgestiegen werden. In allen Fällen sollte man darauf achten, dass man keinen Steinschlag auslöst.